Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Endlich mal wieder und ja, Leute, was soll ich sagen? Passend zu den Temperaturen, passend zu dem Wetter, passend dazu, wie ich angezogen bin, gibt es jetzt den ersten Herbst-Haul. Ja, wir sind echt schon im Herbst angekommen. Wahnsinnig verrückt. Wir haben zwar noch August, aber ja, ihr merkt es selber, es fühlt sich einfach schon an wie Mitte, Ende September, Oktober. Mega krass auf jeden Fall. Allerdings hat es auch was Gutes und zwar, man kann wieder richtig schöne neue Herbstsachen shoppen und neue Herbstkollektionen sich angucken. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Deswegen gibt es halt einen Fall Naked Haul. Ihr wisst, ich liebe Naked, bin ich absoluter Fan, gebe ich ganz offen zu. Bestelle da auch regelmäßig einfach, weil die so, so coole Basic-Teile auch haben, die trotzdem was hermachen. Mag ich sehr, sehr gern. Und vorweg gleich, bevor ich es vergesse, es gibt einen VIP-Code aktuell, wo ich bin einfach so krass dankbar und freue mich so drüber, dass ich da teilnehmen darf, denn mit xmarie30 bekommt ihr 30% auf alles, also auch auf Sale-Ware. Also schlagt da definitiv zu, das ist ein Code, so hoch gibt es, glaube ich, sonst nicht. Also ich glaube, meine Codes sind sonst nie so hoch, deswegen Attacke, Leute. Ich habe auch schon noch ein paar Sachen rausgesucht, so Strickkleider und so, die ich das nächste Mal da bestellen werde, beziehungsweise mit dem Code, weil 30%, hallo, einschließlich Sale-Items, was ziemlich cool ist. Der ist aber nur für eine Woche gültig, deswegen, also ab heute, schlagt von daher zu. Ich verlinke euch aber auch nochmal alles in der Infobox. Ja, und ich würde sagen, wir starten direkt. Ich würde sagen, wir starten direkt herbstlich, weil es ist ja auch ein Herbst-Haul. Da musste ich natürlich bei Strickjacken zuschlagen. Und zwar hatte ich jetzt einfach das Problem, dass ich wirklich schöne Strickjacken gesucht habe, die man auch mal ins Büro anziehen kann oder eben über eine Bluse. Und da bin ich bei dieser wunderschönen Strickjacke hier hängen geblieben. Die ist fest sich wahnsinnig schön an von der Qualität her. Ich bin absolut begeistert. Die ist rein weiß und ein bisschen so gerippt. Die hat hier auch so ein bisschen, naja, wie sagt man, Plump-Ärmel? Nee, Puff-Ärmel. Sowas. Und die geht auch nur bis zum Dreiviertelarm, was ich super, super angenehm finde. Die sieht auch offen getragen richtig schick aus. Und ja, die ist großartig. Die ist auch ein bisschen kürzer geschnitten. Die liebe ich über alles. Ihr seht sie auch getragen. Sieht einfach nur toll aus. Und das hier ist eine M und es passt mir perfekt. Weiter geht's auch mit einer Strickjacke. Jetzt mal ein bisschen mehr so dieses typische Strickjacke in Beige. Super, super schön. Hat ja auch ein bisschen so dieses Lochmuster. Ist auch etwas kürzer geschnitten, was ich super gern mag. Ich mag zwar auch lange Strickjacken und Cardigans, aber manchmal sieht das dann mit den Jacken, wenn man raussieht, einfach doof aus. Und ja, das ist für mich so der Inbegriff der perfekten Strickjacke. Die ist, wie gesagt, schön beige, hat Knöpfe, kann man zumachen, kann man offen tragen. Also wirklich ideal. Und das ist auch eine M und passt mir perfekt. Kratzt auch nicht, ist ganz, ganz weich. Kann ich euch definitiv empfehlen. Machen wir weiter mit einem so, so schönen Oberteil. Und zwar sieht das so aus. Hat auch wieder einen mega geilen Ausschnitt. Hier so ein bisschen eckig. Und ich habe aus dem letzten Haul gelernt. Und zwar habe ich jetzt hier eine L genommen, weil diese Art Oberteile, sind sehr eng geschnitten. Die sind natürlich auch vom Schnitt so. Deswegen ist mir das lieber, wenn ich da eine größer nehme, damit ich mich nicht irgendwie ganz so eingeengt fühle. Und so ist es auch bei dem, also das passt ideal. Ist natürlich aber trotzdem eng anliegend. Also es hat einen sehr, sehr engen Schnitt, das muss man einfach wissen. Und sonst finde ich es aber toll geschnitten. Kann man auch so natürlich reinstecken in die Hose oder man krempelt es unten noch so ein bisschen um. Langarm, also ein ganz, ganz tolles Oberteil, basic, aber trotzdem macht es halt durch den besonderen Ausschnitt echt was her. Dann habe ich mir noch dieses geile Oversized-T-Shirt hier rausgepickt und das ist so richtig oversized, oversized. Deswegen habe ich hier auch eine S genommen, weil ich das schon gesehen habe. Ist aber mega lässig, ich liebe ja solche Oberteile. Kann man da auch mal sich an der Seite so einen Knoten reinmachen, was ich richtig cool finde. Oder ja, man kann es einfach so verschieden kombinieren. Ich mag es sehr, sehr gern. Der Stoff fässt sich toll an, ist eine super Qualität und nicht zu durchsichtig. Also der Stoff ist auch ein bisschen dicker. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Ist, wie gesagt, etwas länger geschnitten durch den Oversized-Schnitt. Und finde ich echt cool.
Okay, das ist nicht, vielleicht nicht ganz so herbstlich, aber die haben mich so angesprochen. Und zwar sind das diese wunderschönen Schuhe, die Latschen hier mit einem kleinen Absatz. Ich finde die so toll. Ich muss halt sagen, sie passen großartig und sie sind so unfassbar bequem. Wie krass ist das denn? Also die sehen sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Dadurch, dass die hier vorne auch eckig sind. Das mag ich nicht bei allen Schuhen, aber bei denen passt es in dieser Kombi halt total, weil... Dadurch sind sie so ein bisschen, naja, Statement, ne? Aber der Rest ist halt super schlicht und diese Kombi mag ich halt sehr gern, wisst ihr, wie ich meine? Sind auch nicht zu hoch, ja, sind wie gesagt sehr bequem. Ich habe hier eine 38 und die passen perfekt. Wie ihr mittlerweile wisst, habe ich eine absolute Schwäche für weite Hosen, also Hosen mit einem weiten Bein. Und da habe ich auch wieder hier zugeschlagen, weil Naked hat einfach da... Die schönsten Hosen. Ich habe mir hier jetzt mal auch eine Nummer größer genommen, eine 40, weil mir aufgefallen ist, dass ich die Hosen so in der 38 zwar gut passen, aber wenn ich irgendwo unterwegs bin, wenn man lange sitzt oder wenn man vielleicht auch viel isst und viel trinkt, dann wird das super schnell unangenehm oder habe ich so ein richtiges Food Baby und dann passt die 38 schon wieder irgendwie nicht mehr so gut. Also deswegen habe ich hier jetzt mal eine Nummer größer genommen. In einem wunderschönen Beige, ganz, ganz klassisch, gerades Bein, super schön. Das Einzige ist, ich muss natürlich meine Hosen immer kürzen. Also ohne Kürzen geht das bei mir nicht. Aber das ist egal, bei welcher Marke ich bestelle. Also das muss ich auch zum Beispiel bei meinen ganzen Zara und Mango Hosen machen. Weil ich gar nicht so klein bin. Hose Nummer 2, die ist jetzt ein bisschen anders und sie ist zumal in so einem krassen Grau und in so einem Grau habe ich noch keine so eine Hose. Die ist perfekt auch fürs Büro, also richtig geil. Hier habe ich auch eine Nummer größer gekauft, also eine 40 sozusagen. Und bei der ist die Besonderheit, dass die Beinschlitze hat, links und rechts. Ich muss mal schauen, also... Ne, bei so einer Hose muss man sich halt überlegen, wenn man die kürzt, geht so dieser Effekt davon ein bisschen verloren. Wobei ich lasse vermutlich, wie viel werden das sein, 2-3 cm kürzen und dann ist immer noch hier der Beinschlitz da, wie ihr seht, also wenn ich jetzt umkrempel und es sieht immer noch cool aus. Ja, ist halt nur nicht mehr so extrem hoch, der Schlitz. Aber super bequem, sieht super schick aus. Hatte ich jetzt auch schon zu verschiedenen Teilen mal kombiniert, sah mega geil aus. Gerade ich hatte die Hose an, ein schwarzes Top und dann diese weiße Strickjacke dazu. Diese weiße Strickjacke dazu drüber, das sah mega aus. Dann für mich echt in was richtig Untypisches. Und zwar dieses lila, dieses farbenfrohe Strickkleid hier. So sieht das aus, geht bis runter, ist ripped und sehr eng anliegend. Deswegen habe ich hier auch eine L genommen, hat hier so die Knopfleiste und ich hat mich so angesprochen. Es sah auf diesem Foto mit dem Model so geil aus, auch die Farbe. Die Farbe ist einfach nur der Knaller. Es ist so eine Mischung aus, ja, es ist halt so ein Pastelllila und leicht ins Lavendel gehende. Einfach nur eine tolle Farbe und ja, ich... liebe dieses Kleid. Im Übrigen, fast hätte ich es vergessen, dieser affengeile Pullover hier ist auch von Naked, natürlich. Und der ist so flauschig und so übertrieben schön weich. Den gibt es in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben. Ich habe jetzt hier beige genommen und hier vorne steht Los Angeles drauf. Wie cool ist das denn? Es gibt noch auf jeden Fall einen mit New York und ich glaube mit noch ein paar anderen Städten, also richtig geil. Gibt auch mega schöne Pastellfarben, also auch da absolute Empfehlung. Und ich habe mich jetzt für beige entschieden und liebe ihn. Er ist auch so flauschig. Dann habe ich mir auch noch Ohrringe bestellt und die habe ich mich sofort verliebt. Da komme ich mal ran. Und zwar sind die so gold. Wunderschöne goldene Kreolen. Super, super schön. Mit Steinchen. Und die finde ich jetzt so übertrieben schön, dass ich mir gedacht habe, nee, die muss ich meiner Mama schenken. Entweder ich opfere die hier, weil mir das echt schwerfällt, oder ich bestelle sie nochmal, weil so teuer waren sie nicht. Ich glaube, die waren 17 Euro und das ist ja nichts. Und die sind so schön classy, aber durch die Steine machen sie trotzdem was her. Und deswegen, also die kriegt so oder so meine Mama. Und Leute, last but not least, so ein weiteres
übertrieben geiles Strickkleid habe ich noch nie gesehen. Und das habe ich in erster Linie echt gekauft, weil vielleicht kann man mit dem mal richtig geile so Shootings machen, Fotoshooting oder so. Wenn man zum Beispiel, das ist halt so Creme mit Lochmuster, Strick und geht bis ganz runter. Dadurch, dass es so ein richtig, richtig schönes Creme, weiß, cremebeige ist, wenn man dann noch eine Lederjacke drüber hat, ein paar coole Boots und einen Hut oder so. Oh mein Gott, stelle ich mir richtig geil vor. Ich weiß nicht, ob es mir stehen würde, aber egal, ich verleihe das auch gerne an Leute, die denen das dann besser steht. Nein, aber so stelle ich mir das jetzt gerade vor. Und das, ey, das ist so schön. Ein Puzzle. So krass. Klar, ist auch ein bisschen enger geschnitten, deswegen auch hier wieder in weiser Voraussicht habe ich mir hier eine L bestellt. Und das Kleid hat natürlich auch an der Seite, was ich super praktisch finde, halt so Schlitze, wodurch man auch richtig gut laufen kann da drin, auch mal einen größeren Schritt machen, vernünftig aus dem Auto aussteigen und solche Späße. Ne? Also das ist wirklich toll durchdacht, hat links und rechts so einen Schlitz. Finde ich super, super gut. Hat lange Ärmel und wow, I love it. Also das ist einfach mal ein so unfassbar schönes Kleid, was man so gut kombinieren kann. Ja, ihr Lieben, das war schon mit meinem ersten Herbst-Haul. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Ich habe es diesmal ein bisschen kürzer gehalten, kurz und knackig sozusagen. Ich hoffe, auch die Sachen gefallen. Ich bin so gespannt, was ihr wieder dazu sagt. Ihr schreibt mir immer so, so liebe Kommentare dazu. Vielen, vielen Dank und schreibt eure Meinung, aber total lieb, was euch gefällt, was euch nicht so gefällt, wo ihr findet, dass irgendwas nicht so gut sitzt. Also ich kann mich einfach nur tausendmal dafür bedanken, dass ihr ja einfach so unfassbar lieb seid. Schaut super gerne auch hier auf Instagram bei mir vorbei, da habe ich auch dazu ein cooles Reel hochgeladen. Also ich freue mich über jeglichen Support eurerseits. Ich, wie gesagt, ich bin einfach nur unfassbar dankbar, dass wir so einen guten Draht alle miteinander haben, dass wir uns ja, so respektvoll miteinander umgehen. Tausend Dank. Und wenn ihr natürlich bei Naked shoppt, dann nutzt den Code XMARIE30. Wie gesagt, unbezahlt, wie immer. Aber ihr zeigt der Marke damit einfach, dass unsere kleine Community auch stark ist und dass es sich lohnt, sozusagen auch mit kleinen Influencern zusammenzuarbeiten. Ich kann es nur immer wieder betonen. Ansonsten, ihr Lieben, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!